Hey, ja, also herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben endlich die wunderschöne Stadt von Athenou erreicht, haben unser, zumindest von Breath of the Wild, Haus, das wir damals mit sehr viel Aufwand gekauft und erbaut haben, hier wieder angetroffen und sieht nicht so ganz aus, wie wir es damals zurückgelassen haben. Zugeben, ich habe mich damit nicht allzu sehr damals beschäftigt. Heißt also, man konnte, glaube ich, weitere Sachen ausbauen und dafür Geld ausgeben, was ich einfach nie getan hatte. Aber halt, die Hütte sieht nicht so aus, wie als wäre sie tatsächlich unsere. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. So. Hier, nice. Ich wollte mir eigentlich erstmal nur umgucken, aber wir bekommen hier gleich die Antwort, dass man hier sogar. Man hat hier hinten einen extra Schuppen. Vielleicht ist das unser neues Zuhause. Aber wir haben. Na, da mal wieder einen kleinen Buddy, aber erstmal hier. Wir haben ja jemanden, der uns 10 Rubine dafür gibt, dass wir die hier besuchen. Oh, hi. So, wir haben mal mehr von Zeldas Tagebuch. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Namen hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte aber Hilfe schaffen und habe deshalb einen neuen Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Es kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerscheine der Schlüssel sind, um es zu finden. Ja, und das ist dann natürlich dann auch eine Sache, die wir uns, hi, irgendwann dann mal Gedanken machen müssen, wie man da oben hinkommt. Die Frage ist halt vor allem auch, ist das dann das finale Ziel? Oh, ein altes Haarband. Okay. Drehen. Okay. Ja. Schick. meine, es geht mir nicht mal um diese zwei Abwehrpunkte, aber das sieht eh cool aus, was wir hier haben. Interessant, dass hier diese Samen. Ah, hi, Frosch. Okay, also hier haben wir, denke ich, relativ schnell alles entdeckt. Immerhin, schick, schick. Und wir haben über eine Kleinigkeit gelernt. Ja, auf jeden Fall. Wir werden irgendwann mal tatsächlich gucken, vielleicht sogar früher als später, ob man nicht Schloss Hyrule irgendwie betreten kann. Denn logischerweise in der Sekunde, in der wir eine gewisse Höhe erreicht haben und auch logischerweise nah genug dran, müssten wir das ja erreichen können. Solange da nicht irgendwas wie eine unsichtbare Barriere oder irgendein Storygrund auf einmal kommt, dass wir da nicht rein dürften. Dann würde die große Frage sein, ist da halt jetzt schon irgendein. Wie halt bei Breath of the Wild Story großer Aspekt, wo man sagt, oh, wenn du da reingehst, theoretisch Endgame. Okay, was für ein Schlamassel. Yada, yada, yada. Ach du heilige Makrele, okay. Dass vor allem eine Stelle da hinten sind. Oh, hi. Okay, Kollege hat sich dann doch überraschend schon mal weiter bewegt. Ja. Yep. Also fragt mich nicht, ob man die besiegen muss. Ich meine, kann ja. Wir hatten ja schon mal einen angetroffen im Vorgänger. Ich meine, gegen den hatten wir auch gekämpft. Oh. Oh, what do we have here? Big Wheels. Cool. Das ist wirklich nicht schlecht. Das Problem ist nur weiterhin. Deswegen halte ich ja auch mal so ein bisschen die Augen bei offen nach diesen Gacha-Machines, damit ich vielleicht mal die Möglichkeit hätte, diese Lenkoptionen freizuschalten. Nicht die Link, die Lenkoption. Denn so cool es ist, da halt irgendwo hinzubrausen, ohne Kontrolle, das ist alles leicht doof. Dementsprechend, ja, ist jetzt so ein bisschen doof, dass man das wieder so macht, aber es ist fast die mit beste Option, ihn da einfach so hochzuschleppen. Und ja, wir machen es mitten in der Nacht. Das heißt also, die Chance, dass hier irgendwer gleich rausploppt,
ist natürlich auch mal wieder gegeben. Also ich hoffe einfach mal, dass das grob der richtige Weg ist. Jetzt sollte ich ihn einfach mal ganz kurz ablegen. Ja, okay. Dann ging das vom Weg eigentlich auch in Ordnung, wenn man ehrlich ist. Ja, vor allem, wenn man hier einfach dahin marschieren kann. Man musste sich nicht ernsthaft irgendwie überlegen, wie man den da hochklettert, den Bereich. Endlich wieder zusammen. Ja. Check. Okay, ist hier oben sonst noch irgendwas Interessantes? Da oben ist wieder theoretisch ein Baum. Oh, great. War ja klar. War ja klar. War ja nur eine Frage. Seid bis wieder welche von euch auftauchen. Oh, und da reicht sogar tatsächlich ein Angriff. Hat also meinen Nutzen gehabt, 200 zu haben. Oh, da ist mal wieder einer von euch. Und damit meine ich nicht dich. Hier zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man wirklich schafft, den Kopf zu treffen. Dann geht er auch sofort kaputt. Ich hatte nämlich, wenn ich ehrlich bin, immer in Erinnerung, oh, du schießt dann halt einfach und musst danach den Kopf suchen gehen. Wir sollten auf jeden Fall auch dann hier irgendwo nochmal nach dem nächsten Turm Ausschau halten. Ist der da hinten? Kann sein, muss aber nicht. Okay, da haben wir wieder mal eine Basis. Da ist ein Gleiter wartend, okay. Ja, dann machen wir mal wieder den gleichen Spaß wie beim letzten Mal. Wir einfach vor allem auch mal testen. Kann man natürlich auch einen simplen Apfel nehmen. Halt so. Das Ding hat zwei Eulengesichter, also mit anderen Worten vier Augen. Nützlich. Ja, und man sieht, es ist auch sofort weg. Ach ja, richtig, da hinten ist das Ding. Das sollten wir dann vermutlich auch nochmal anschauen. Ich setze einfach meinen Bubbel dahin, damit ich es nicht wieder vergesse. So, die große Frage ist, wollen wir jetzt hier irgendwo noch ins Nirgendwo gehen? Muss zugeben, die sind mir so ein bisschen Wurst. Was ist ja interessant, dass man hier erstmal nicht wirklich irgendwelche Schreine sieht. Der geht da ins Wasser. Richtung Wasser würde ich mich jetzt erstmal nicht allzu gerne bewegen wollen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, was ich ganz gerne machen würde. Ja, das ist vielleicht cleverer. Ich würde ganz gerne erstmal einen Teleportpunkt für Hateno bekommen. Und dementsprechend steuern wir das Ding da erstmal an. Da oben ist irgendwas drauf. Ich hätte die noch ganz kurz mitnehmen. Ist das wieder irgendein Krogsamen-Ding? Es scheint so, ja. What? Achso, du willst Ziel. Okay. Hey, das lief sogar gut für mich. Ich habe überlegt, dass ich meistens daneben baller. Ah, auf jeden Fall interessant zu beobachten. Das Ding fliegt tatsächlich einfach munter weiter. Zwar nicht wirklich schnell, aber ich dachte, der Witz wäre gerade, dass der Drache halt hier Teil eines Quests wäre oder ähnliches. Yes. Zurück zu der guten Musik, die ich jetzt leider auch gleich wieder verlassen werde. Also ich hatte definitiv bei Breath of the Wild Situationen gehabt, wo ich einfach nur in dem Dorf stand und nichts sonst gemacht hatte, außer die Musik zu hören. Ja, in der Theorie, das würde es jetzt natürlich schon tun, um den Teleporter zu bekommen, aber den Schrein wollen wir natürlich auch machen. Schöpfung. Wir haben
einiges hier. Okay, also hier soll etwas reingerollt werden. Das ist dann auch schon gleich das Ende. Ich teste aber mal ganz bewusst aus reinem Jux. Genau, no, okay, ich komme da nicht hoch. Ah. Platten. Tausende von den Gacha-Dingern. Das Ding, das man drehen kann, aber nichts überhalb. What? What are you? Okay, hier fehlt also ein Verbindungsstück. Wurden die Platten das? Ja, tatsächlich. Und das sorgt dafür, dass das Ding sich dreht. Aha. Okay, und das geht also auch dort hoch. Also die Idee soll dann vermutlich einfach sein, dass man das da ranbappt. Und dann zuguckt, wie sich das von alleine wieder löst. Irgend sowas. Sonst bin ich mir nicht sicher, ob es da irgendwo jetzt hier noch was weiteres versteckt gibt. So die übliche Challenge-Truhe. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das Ding jetzt von alleine löst und da reinrollt. So würde ich mir das zumindest vorstellen. In der Theorie schon. Fehlt halt nur der letzte Schritt, aber dabei kann ich ja gerne helfen. Das war jetzt nicht so schwer, würde ich sagen. Hm. Ist noch irgendwas? Deswegen gefühlt fehlt hier meine Extra-Truhe. Alright. Wurde eigentlich irgendwie hervorgehoben von außen, wenn man auf die Map guckt? Sollen wir mal rausfinden eigentlich. Ich gehe davon aus, dass es in der Stadt auch eine Möglichkeit gibt, hier Upgrades zu bekommen. Ach ja. Und ebenfalls. Wir müssen auch mal bei der Dämonenstatue irgendwann vorbeigucken. Schon wieder einen Brunnen? Okay. Eat shit. Weiß nicht, was dabei rumkommt. Okay, uninteressant. Ich dachte wirklich, wir kriegen Fleisch. Hammer. Richtachse. Richtfrösche, müsste man dann eher sagen. Guten Tag. I can see ya. Das ist vermutlich eine Verschwendung an Pfeilen, aber. Ah, okay, mal wieder einer von euch. Wir haben jetzt zum Glück das Ding noch. Ach ja, richtig, richtig, richtig. No. No. Come on. Come on, Link, geh näher ran. Ach, great. Ich meine, wir haben ja noch so ein paar Waffen, die ich eh nicht wirklich nutze. Oder plane, für irgendwas Spezielles aufzuheben. Lass mich raten, Schild. Oh, wow. Okay, weil wir Platz hatten, wird es natürlich mitgenommen. Wenn ich davon ausgehe, dass da einfach nur irgendein Stein wieder reingeploppt wird, um das hier einfacher zu machen. Oder allgemein zu ermöglichen, müsste man ja sagen. Schwert kannst du nicht einfach nutzen, um sowas kaputt zu machen. Oh, den hätte ich fast übersehen, wäre es nicht für die Flüge gewesen.
Feuer stellen, oder? Bombe, 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 Bombe. What, bin ich blind? Sortieren auch häufig verwendet, danke schön. Okay. Soll ich alles macht, nur um mehr davon zu bekommen. So, wenn wir in Hateno sind, wie gesagt, wir wollen dann nur noch hoch zu dem Forschung. Hi. Oh, wow, really? Really? Deswegen, weil der Bogen ist so viel besser in der Hinsicht. Da kannst du die meistens relativ zügig alle platt machen. Wird man nicht. Hi. Ja, also hier mal wieder relativ viel versteckt. Es lohnt sich also schon hier reinzugehen. Gefühlt habe ich die Donnerblumen zurückbekommen, die ich gerade eingesetzt habe. Give me all the froggies! No. Oh, ich habe bald keine Bögen mehr. Es wird zwar noch eine gute Länge. Lange Zeit reichen, aber in meisten Fällen war es schon immer so der Fall. Dass man die alle nicht so sehr braucht. Hä? Oh, schade. Ich hätte das andere Ding auch noch irgendwie bekommen. No. Okay, ich behaupte mal, ich bin durch. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ebenfalls. Oh. Sorry, aber ich will mal ganz kurz gucken. Kommt man hier wirklich einfach nur an einer Stelle wieder raus? Ja, das ist wirklich einfach die Stelle. Am Worten, es gibt also mit dem Brunnen hier zwei Möglichkeiten, hier runterzukommen. Ich habe es trotzdem mal ganz gut so gemacht. So doof es ist. Vielleicht wird mir ja doppelt bezahlt dafür. Oh, ist das die Schule? So ein bisschen danach aus. Spion in Aktion! Ah, du bist sicher ein Abenteurer, oder? Du hast ja eine tolle Waffe, echt klasse, ich hab's mir schon gedacht. Abenteurer sind einfach von einem anderen Schlag. Ich stehe auf Schwerter und Bögen und Pfeile und solche Sachen. Wollen wir vielleicht Freunde sein? Wir sind Spione vom Super Asu, aber das ist ein Geheimnis. Super Asu ist der Held, der das Dorf beschützt. Ich bin Spion Nummer 1 und meine kleine Schwester Nara ist Nummer 2. Damit bist du Spion Nummer 3. Alright. Wir suchen dringend Lehrer. Willst du Kinder fürs Lernen begeistern? Auch Neueinsteiger sind willkommen. Weitere Informationen bei allen Lehrern erhältlich. Das Beisitzen im Unterricht ist ebenfalls möglich. Oh Gott. Das Thema Verheerung. Guten Tag. Aber ja doch, was ist denn? Ach, du bist es, Link. Wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Link, du bist zurück? Oh, Verzeihung, meine Überschwangen, ganz offensichtlich bist du zurück. Und das hieße dann wohl, dass Prinzessin Zelda nicht zurück ist, genau. Ich hatte es schon befürchtet, als ich dich allein hier sah. Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdbogen verschluckt. Weißt du, dass diese Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Ja. Yep. Die Kinder liegen ihr so sehr am Herzen. Sie würde bestimmt als allererste hier vorbeischauen, wenn sie wieder auftaucht. Ich unterrichte derzeit Geschichte, einfach, dass die Prinzessin sehr am Herzen lag. Der nächstes Thema ist die Verheerung. Ja, nun, Link, wenn du möchtest, kannst du gerne im Unterricht beiwohnen. Hättest du Lust? Ja. Dann ist es Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Ihr wisst, ist Hyrule's Geschichte stark geprägt von der sogenannten Verheerung und allen Sachen, wo immer und immer wieder Gen oder Ganondorf auftaucht. Tatsächlich ist sie kein Einzelfänomen. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Sie wurde vor 10.000 Jahren versiegelt von Helden mit dem Bandschwert und durch die heilige Kraft der Prinzessin. Oh. Ist es nicht ein Märchen? Sagt Asta. Oh. Wer kann nach all der Zeit noch sagen, was Wahrheit ist und was Legende? Hm. Vor 10.000 Jahren, puh, das ist schwer vorzustellen. Oh. Was bist du denn für eine Grinsebacke?
Gibt es denn Bilder oder von der Verheerung vor 10.000 Jahren? Es ist kein Märchen, das versichere ich euch. Wir reden hier von wahren historischen Ereignissen. Oje, ich muss den Kindern wirklich einen Beweis der Verheerung vor 10.000 Jahren zeigen, sonst glauben sie mir nie. Und das hätte der ganze Richt keinen Wert. Sagen wir Link, hätte ich geahnt, dass die Stunde so verlaufen würde, hätte ich dir die Mühe erspart, uns zu besuchen. Ich wünschte, ich hätte mehr Weitblick gehabt und das Gemälde der Verheerung aus Impas Haus geliehen. Impas Haus befindet sich in Kakariko, was zwar noch in Nekluda liegt, aber zu weit im Nordwesten für eine kleine Stippvisite. Könnte ich den Kindern doch nur eine detaillierte Abbildung der Verheerung zeigen, so würden sich alle verstehen. Aber mittlerweile ist es wohl nicht mehr Impas Haus, korrekterweise hieß es eher Payas Haus. Ah, okay. Wir gucken uns trotzdem mal ganz kurz hier so ein kleines bisschen um. Interessant, das Ganze hier zu sehen, ja. Korrespondenzbuchschuhe. Die kleine Asta, Meadows Tochter, ist ein sehr aktives Mädchen. Meadows soll auch für die Frisur, diesen charmanten Bob, verantwortlich sein. Asta scheint ihren Vater sehr lieb zu haben und erzählt auch regelmäßig, wie diesen Tag abläuft. In letzter Zeit höre ich von ihr viel über die Hyrule-Tomate, die Meadow gerade anbaut. Als Sagono das Haus neben dem Kleidergeschäft gekauft hat, kam mir Asta ein wenig traurig vor. Das hielt aber nicht lange an. Schon bald war sie wieder froh und aufgeweckt wie sonst auch. Es ist süß und bunt, hat sie gesagt. Das ist nicht weit vom Froschleins Haus. Sie ist immer sehr positiv gestimmt und kann jedem etwas Gutes abgewinnen. Der kleine Karin ist die Tochter des Bürgermeisters. Sie ist schüchtern und gutmütig, hat nicht viel Selbstvertrauen und redet auch nicht viel. Aber sie versteht es gut, Sachen auf den Grund zu gehen. Prinzessin, ich denke, es ist bekannt, dass Bürgermeister Riedmenar heimlich Gemüse für die Jugend züchtet. Heimlich. Aber Karin war die Erste, die bemerkt hat, dass die jüngere Generation das Interesse an Gemüse verloren hatte. Das hat sie an der Zahl der Kunden erkannt und auch daran, dass im Laden immer so viele Waren übrig waren. Eines Tages wird sie vielleicht eine Gelehrte wie Pura werden oder diese sogar übertreffen. Also ist der Bruder von Effi vom Krämerladen, aber seine wahre Identität ist Super Asu, Schütze der Gerechtigkeit. Er verbrachte immer viel Zeit mit Sefaro, doch da in der Färberei nun immer so viel zu tun ist, hat dieser keine Zeit mehr. Daher scheint Super Asu nun nach der Schule allein herumzustreifen. Seine Mutter Amira mag viel tratschen, doch er selbst hat immer ein Auge auf die anderen Dorfbewohner. Sein Streben nach Recht und Ordnung mutete im ersten Moment wie ein Kinderspiel an. Aber solange Super Asu da ist, glaube ich nicht, dass sich in Hatino irgendwelche Schurken blicken lassen werden. Aha. Sefaro ist der Sohn von Balsai, dem die Färberei gehört. Er ist etwas unartig, aber auch sehr schlau und nach der Schule liest er meistens allein irgendwo seine Bücher. Er liest so gut wie ein Erwachsener und schreckt selbst vor schwierigen Büchern über die Verheerung nicht zurück. Vielleicht findet er es schwierig, zu Hause zu lernen, da in dem Familienbetrieb dank Sarganos Einfluss das Geschäft brummt. Balsai ist Handwerker durch und durch und möchte lieber, dass sein Sohn im Betrieb mithilft, statt zur Schule zu gehen. Umso mehr möchte ich eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der Sefaro im für ihn passenden Rhythmus lernen kann. Wir haben Berichte über eine Anomalie unter Schloss Hyrule erhalten. Ich hörte, ihr werdet euch bald dorthin begeben. Dass Herr Link euch begleitet, beruhigt mich etwas, aber mir ist trotzdem sehr unwohl dabei. Genauso unwohl war mir kurz vor der Verheerung auch. Das ist ein Zelda für die Kinder, seid ihr neben einer geliebten Lehrerin auch jemand, zu dem sie aufblicken. Ich freue mich auf eure Wiederkehr und wenn ich es mir anmaßen darf, bitte passt gut auf euch auf. Niedlich. Okay. Ja, das sieht natürlich alles hier sehr interessant aus. Wir haben ja mitbekommen, das sind ja so Blockhäuser. Achtung, irgendwer kommt gleich an die Rand. Obwohl sie dafür zu weit weg sein sollte, unser Pferdü. Okay. Ja, wir haben den offensichtlichen Weg, den wir da hoch machen wollen. Wir waren dort oben, wir haben das gemacht. Würde aber trotzdem ganz gerne logischerweise nochmal hier vorher im Dorf nachgucken. Denn da sehen ja Sachen schon etwas anders aus. Interessanterweise hab den nicht abgelegt. Und also hier zum Beispiel gerade nicht einfach mit dem Windschub arbeiten. Aber vielleicht ist das Absicht. Keine Kinder mehr da. Hallo Holzner, wie schön, dass du Hatino besuchst. Bist du auch einer von denen, die wegen der Sargono-Mode hier sind? Ich will ja nicht angeben, aber das haben wir alle meiner Tochter Sargono zu verdanken.
Wahrscheinlich bist du sie um ein Autogramm, willst du sie um ein Autogramm bitten oder so? Sie müsste im Klamottenladen, in der Boutique nahe des Dorfeingangs sein. Für mich persönlich gibt es da keinen Unterschied, aber Sagano ist sauer auf mich, wenn ich Klamottenladen sage. Okay, also der Grund, warum hier alles so aussieht. Irgendwo. Feier der Liebe, ich wünschte sie Liebe, die Liebe. Was ist los? Kannst du es mir ruhig sagen, mein sagenhafter, unauffälliger, gekleideter Freund? Du siehst aus, als wärst du auf Reise. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahren. Deshalb postiere ich mich hier und behalte Fräulein Effi im Auge, damit kein Fremder sie anquatscht. Also ich will damit sagen, ich halte Wache über das Dorf und passe auf, dass kein Fremder den Frieden stört. Effi? Fräulein, es heißt Fräulein! Fräulein Effi ist, wenn man so will, die Empfangsdame vom Krämerladen Mistral. Mir ist es ja da recht, wenn du Fräulein Effi triffst und so, nur, na, übertreib's nicht mit der bin nicht von hier und brauch Hilfe Unschuldstour, ja? Wobei es eh niemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Aha. Also, ich hätte meine Frage. Was meinst du, was man Fräulein Effi vom Krämerladen schenken könnte? Was würde ihr gefallen? Ich frag nicht für mich. Der Freund eines Freundes hat mich um Rat gebeten. Und ich tue mich sehr schwer damit. Ich kann ja schlecht direkt fragen, also hilf doch mal auf die Sprünge. Was haben wir denn hier? So fein ist alles. Also okay. Ich habe es schon so oft gesagt, 3 Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Sagt Bumbas. Da kommen wir all die Mühe auf uns genommen, haben wir all die Mühe auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch eine neue Kreation der berühmten Modeschöpferin Sagano sehen. Ich hatte mich so darauf gefreut, schließlich heißt es ja, es sei ihr bisher bestes Werk. Ah, die sieht alle furchtbar aus. Es tut mir leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Noch ein Ticket? Das heißt, einer von uns, zum Beispiel ich, könnte schon mal rein und die Lage peilen. Hey, das will ich überhört haben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden gemeinsam segeln oder untergehen. Ich weiß, ich war nur ein Scherz. Na gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden, in diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort könnten wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gern zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du es sagst, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so rausgeputzt, dann sollten wir uns auch alles ansehen. Zum Glück haben sie aufgegeben. Moment, die Person, die direkt vor mir steht? Oh, ihr tut mir leid, dass sie warten mussten. Sie sind auch hier, um die neue Kollektion meiner großen Schwester von Sagano zu sehen. Da sie allein sind, können sie einfach hereingehen. Sagano ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung. Man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Oh nein, nicht eine Ausstellung von dieser schönen... Ah, das sah vorher anders aus hier. Tutut. Ach, ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht so ungefähr, dass ich Sagano mittlerweile weltberühmt bin. Nani da. Oh, entschuldige, bist du etwa ein Bewunderer von mir? Oh, what are you doing? Obwohl deinem trüben Blick nachzuurteilen, dass du mit Mode wortwörtlich nichts am Hut. Boutique Sapphire ist die einzige weltweit, in der die Marke Sagano verkauft wird und... Ich bin die bescheidene Designerin, aha, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst... ist nicht weniger als der Sagano Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Die elegante Form und diese exzentrischen Farben. Das ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Ich gebe dir 3 Rubine dafür. Es ist nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Oh je. Der würdigste Person in Hyrule's modischster Stadt. Wurde sie einfach eingedrängt? Was soll das mit Hyrule's modischster Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal eine an. Wie kann ich denn... kann ich dienen, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängelt. Sagano,
Hör bitte auch mit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh, Liebes, dann reg dich doch nicht so gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sarganus Stil. Dann lasst uns in aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nein, ich habe lang genug stillgestanden und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze, überall. Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie jetzt auch nicht. Atheno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Mein Avantgarde-Schöpfungen oder die provinziellen Werte des Bürgermeisters. Sie sollten selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Nani, eine Bürgermeisterwahl? Na, meinetwegen. Die gewinne ich sowieso. Sephora, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Flavia, sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Haus. Keine Zeit zu verlieren, ey. Oh, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für, weiß nicht. Achso, ja, wenn du noch nichts entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagano. What? Das wäre ja schon geklärt, sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf die Bürgermeisterposten. Zumindest sollte das klar sein, aber es gibt immer noch Bewohner, die Redner unterstützen, das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Rednerwähler. Pilze sind quasi das Sagano-Markenzeichen. Sagano ist eine Mode an die Pilzmode. Okay. Meine Pilzgeschenke bringen Frische ins verstaubte Hirnkästchen und sehen kultivierten Sagano-Sinn. Aber Sephora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte die Aufgabe übernehmen? Ja, ich mach das. Genau, was ich hören wollte. Du bist ein wahrer Lebensretter. Die hier wirst du brauchen. Really, okay? Diese Pilze sind für die Rednerwähler hier im Dorf. Sie sind leicht zu erkennen an ihrer unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extrem modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sagano gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner außer Redners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinderreisen und solche, die nur für kurze Zeit hier wohnen, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht das also insgesamt 8 Rednerwähler. Deine Mission ist simpel, gib jedem dieser 8 je ein Hyrule-Pilz. Dann hopp ab. Okay. Dann sollte man vermutlich mal bei ihm vorbeigucken, um zu sehen, ob man tatsächlich dann mit ihm das ebenfalls... Hi, wie kann man dir helfen? Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt zu viel Arbeit auch mit sich. Da habe ich mir wieder was aufhalsen lassen. Entschuldigen Sie, es tut mir aufrichtig leid, dass Sie in die ganze Sache mit reingezogen wurden. Falls es Ihnen nichts ausmacht und wo wir darin verwickelt sind, dürfte ich Sie meinen Gefallen bitten? Na klar, ach, ich wusste, Sie würden mich nicht in Stich lassen. Also, ich bräuchte Ihre Hilfe bei meiner Schwester. Es geht um Sagano. Mir ist aufgefallen, dass sie sich nachts wegschleicht, ganz allein, und ich habe keine Ahnung, wohin. Es ist sicher was ganz Harmloses, aber was rauskäme, könnten die Leute sich schlimme Dinge herbeifantasieren. Dann wäre die Bürgermeisterwahl wahrscheinlich für Sie gelaufen. Deshalb möchte ich Sie bitten, meiner Schwester zu folgen und herauszufinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Ich habe schon versucht, ihr zu folgen, aber sie hat mich immer gleich entdeckt. Und sie war echt sauer auf mich. Wenn es Ihnen gelingt, ihr zu folgen, erhalten Sie natürlich eine Belohnung. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann, denn die Bewohner dürfen ja nichts davon erfahren. Okay, müssen wir nur bis nachts warten. Es ist 15 Uhr, es ist also nicht so weit. Okay, gucken wir mal, was hier einfach los ist. Ich will ganz bewusst erstmal mit nicht einer Person hier reden. Um irgendwie Sachen zu verteilen. Kemalan Mistral, sämtliche der lokalen Spezialitäten, genau. Dank Sagano von der Boutique gegenüber wird dieses Dorf neuerdings auch die Modehauptstadt genannt. Aber eigentlich ist Satano seit Urzeiten ein stolzes Bauerndorf. In unserem Angebot findest du alle hochqualitativen Produkte, die unsere Felder und Höfe so hervorbringen. Insbesondere die Milch auf dem Hügel ist unschlagbar gut. Du solltest unbedingt einmal dorthin gehen und sie probieren. Damit beende ich mein Verkaufszeremon. Tut mir leid, dass du warten musstest. Aber wir sind auch ein Geschäft.
Also was ist mit dem Hut? Ja, komm nicht auf die Gedanken, dich direkt vom Feld zu bedienen. Wenn du Gemüse willst, musst du zu uns kommen. Okay, also wir haben hier so ein paar Sachen. Ziegenbutter, also ein paar Sachen habe ich schon. Die Milch hingegen noch überhaupt nicht. Dann könnte man also auch nochmal so ein paar interessante Sachen mitmachen. Auch vom Reis hatte ich bisher noch nicht allzu viel gehabt. Aha, genau. Wir können ja mal gucken, was hier oben noch los ist. Nicht viel, aber drei Leute. Ist Fräulein Zelda zurück? Tja, das wird noch ein bisschen dauern. War hier nicht... Genau, hier war der Turm. Den Turm konnte man in der Vergangenheit, okay, nicht scheinbar hochklettern, aber man konnte da irgendwie hochkommen. Beispielsweise hier mit dem. Das ist alles ein bisschen einfacher. Und ja, logischerweise auch hier. Man könnte auch einfach weiter nach oben gehen. Ich will einfach mal gucken, ist hier irgendwas Relevantes? Okay. Ich gehe davon aus, dass man auch ganz normal durch die Tür hätte hier reingehen können. Die Färberei. Damit habe ich mich damals überhaupt nicht auseinandergesetzt. Reinspaziert. Ach, du warst es. Genau, hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, dem berühmtesten Färberei von Athen. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerial dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinen Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Oha, Nani? Du hast ja wirklich ein schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht nur Kleider, sondern bieten allerdings auch neue eine Stofferneuerung an. So, wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaft begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Great. Warst du bereits bei Safair am Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieses Stoffes stammt von Sagano, der berühmtesten Wortschöpferin. Stoffe mit einzigartigen Mustern lassen sich übrigens in jeder Region finden. Denk an mich, wenn du meinen neuen Stoff findest. Solltest dann deinen Parasegel sofort erneuern lassen und modisch durch die Lüfte sausen. Das wäre deiner Kleider in die Farbe deiner Wahl, so wie das Erneuern des Parasegels mit deinem Stoff. Weil das kostet dich nur 20. Ja, dann zieh doch mal. Wenn du zum ersten Mal ein Parasegel, dann nehme ich gerne deinen Stoff dafür ab. Dann können wir mal gucken, das ist der normale Stoff. Kleeblatt-Kurierstoff, interessant. Ja, logischerweise hier jetzt auch viele mit dabei, dank der Amiibos. Sieht nicht schlecht aus. Oh, das sieht natürlich cool aus. Stoff des Dämonenkönigs? In Ordnung. Hey. Besten Dank, ich mache mich sofort an die Arbeit. Bitte warte einen Moment. Alles wird vorbereitet. Gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Wirklich. Okay. Dann finden wir mal raus, wo der Bürgermeister lebt. Haupt mal einer der größeren Bereiche hier. Beziehungsweise, hey. Genau, wonach wir auch mal wieder gesucht hatten. So, ich würde ganz gerne eigentlich weiterhin auf Herzen gehen, aber ich erbitte Ausdauer, ey. Ja, aber der Weg, bis wir zum Maximum kommen, ist ein sehr, sehr langer. Knock, knock, open up the door. Ich hab's vergessen. Oh, dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende, der unsere kleinen Streit in der Boutique Sapphire miterlebt hat? Machst du dir etwas Sorgen um mich? Ach, es stimmt ja. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Im Nachhinein ist es mir ganz schön unangenehm. Ich hätte sowas auch gar nicht nötig. Ich hege nämlich zwei streng geheime Pläne, um Sagano auszustechen. Nun ja, einer davon lässt sich bis zu den Bürgermeisterwahlen sicher nicht mehr umsetzen. Aber der andere könnte gelingen oder aufgehen. Ich überlege nämlich, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben. Ein What now?
Oh ja, da hat mein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Damals war die Welt einfach noch nicht so weit, sodass er seine Arbeit mit dem Prototyp beendete. Ich war damals noch ein kleiner Bub, aber die cremige Konsistenz ist mir immer positiv im Gedächtnis geblieben. Ich hatte immer schon die Idee, daraus irgendwann einmal eine Dorfspezialität zu machen. Sollte mir das ausgerechnet jetzt noch gelingen, hätte ich von Sagano nichts mehr zu befürchten. Nur leider weiß ich beim besten Willen nicht mehr, woran genau mein Großvater gearbeitet hat und mit wem. Wenn ich so darüber nachdenke, erinnert mich auch an einen einzigartigen Beißengeruch, wenn ich doch dieses Aroma nochmal riechen. Nun ja, aber lassen wir das genießen, Aufenthalt hier, ja? Wie wäre es mit einem frischen Glas Milch vom Bauernhof auf dem Hügel? Zum Nachtisch gibt's nichts Besseres. Okay. Das ist ein Anfang, aber ich könnte euch jetzt noch nicht so einfach sagen, wo es damit jetzt weiter hingeht. Ich gucke einfach mal ganz kurz. Vielleicht vermag ein bestimmter Geruch Riedmars Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen. Ich behaupte mal, das haben wir nicht, weil sonst wäre das Spiel sofort darauf übergegangen, wenn wir es irgendwie in den Taschen hätten. Ja genau, sicher bald Früchte tragen. Muss nur einfallen, woran und mit wem. Cremigkeit mit zartem Schmelz. Ja. Okay, sorry, ich habe das einfach mal übersprungen. Oh, hier ist nur ein kleiner Eingang. Okay. Ja, also bisher riecht es nach einem Red einfach mit jeder Person, bis du die Person findest, die wir suchen. Nicht unbedingt ideal ist, wenn wir ehrlich sind, aber... Hab jetzt nicht allzu viele Alternativen im Angebot. Der alte Modemuffel, wie hast du mich genannt? Wer hätte gedacht, dass Watago derart stur sein können würde. Dabei hat er doch früher immer auf mich gehört, also bevor wir verheiratet waren. Könnte er denn nicht wenigstens einen Hut von Sorgano oder so etwas tragen? Ich verstehe nicht, warum er so dagegen sträubt. Kann ich helfen? Ah, keine Zeit für Selbstgespräche, ich muss arbeiten. Hallo, Wetter ist wunderschön. Willkommen im Gasthaus Sahel. So, Luxusbett für 30. Ist sogar theoretisch günstiger, aber vielleicht könnte ich via Tago einfach unbemerkt einen Hut auf den Kopf festkleben, wenn er sich auf der Terrasse ausruht. Tja. Okay. Also da war auf jeden Fall jemand auf der Terrasse. Ich gucke einfach mal ganz kurz. Uff, gute Güte. Willkommen, Kamerad. Oh, Entschuldigung, ich arbeite zwar im Gasthaus, aber wenn du etwas brauchst, dann frag bitte am Empfang. Meine Frau Primella ist bestimmt gerade dort. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie mir sehr bestimmt, sehr interessante Hervorhebung, dass ich endlich auch Kleider von Satago tragen soll. Deshalb gehe ich zurzeit aus dem Weg, in der Hoffnung, dass ihre Obsession irgendwann mal nachlässt. Ich hätte nie gedacht, dass Primella jemand ist, der so auf einen Aufriss wegen Mode macht. Brauchst du etwas oder geht es um etwas, was nichts mit dem Gasthaus zu tun hat? Nichts. Ich hab schon verstanden. Hauptsache, du weißt, dass du jederzeit hier im Gasthaus übernachten kannst. Also, meine große Frage ist halt, wie wird das Ganze verlaufen? Ich meine, es sollte klar sein, wenn der Bürgermeister gewinnt, werden vermutlich die meisten Pilzsachen verschwinden. Aber meine Frage geht natürlich dann eher so zu diesem modischen Meisterwerk, was sie da hat. Kann man das nur bekommen, wenn man ihr hilft? Oder vielleicht sogar tatsächlich nur bekommen, wenn man ihr gerade eben nicht hilft? Etc. Okay, da oben sind noch ein paar weitere Häuser. Ist jetzt vielleicht nicht das Interessanteste. Aber wir klappern jetzt die unterschiedlichsten Häuser ab, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Ja, irgendwelche Medizin. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns aber nebenbei einfach so zum Institut auf. Wenn wir hier nicht fündig werden, machen wir einfach die Sachen nebenbei. Oh, ein Gast, es tut mir leid, aber ich habe gerade nicht genügend Energie, um gastfreundlich zu sein. Bevor es dunkel wird, werde ich mich aufraffen, aber jetzt gerade will ich gar nichts tun. Was ist los? Ich komme ursprünglich aus Angelstädt.
Ein kleines Fischerdorf im Südosten. Das Dorf wurde von Piraten überfallen, das heißt, es wurde zerstört. Man sagte mir, die Dorfbewohner seien geflohen und alle in Sicherheit. Aber ohne Häuser, zu denen man zurückkehren könnte, ist es doch kein Dorf mehr. Außerdem ist mein Vater der Dorfvorsteher von angestellt. Das Dorf ist sein Ein und Alles. Ich mache mir große Sorgen, wie er mit diesem Schock klarkommen wird. In meiner Heimat ist es Tradition, stets jeden mit einem Lächeln zu begrüßen. Darum will ich nicht, dass mich die Leute aus meinem Dorf in dieser Verfassung zu Gesicht bekommen. Okay, ist nicht direkt hilfreich, aber wir haben mal wieder von der Stadt gehört. Das kommt also auch noch irgendwann. So, irgendjemand, der eine cremige Substanz dabei hat. Die Windmühlen laufen. Du hast eh schon einen Hut an. Ich behaupte mal, du kannst mir nicht helfen. Richtig, hier war doch dieser komische Fackellauf, den man machen musste. Jo. Das Ding sieht schon durchaus stylisch aus. Nope, nicht das da, das da. Ach richtig, hier ist ja auch die Person, die sich angeblich um die Schrift kümmert. Yes. Perfekt. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hateno Bauernhof. Ganz schön dunkel geworden. Was ist? Was hast du für mich? Nichts. Auf einer Elbe, du wirst sicher Milch kaufen. Stimmt, vielleicht. Hab ich schon gedacht, eine bessere Milch als die von meinen Kühen findest du nirgendwo. Es liegt vor allem an dem besonderen Futter, das wir von ihnen von mir bekommt. Leider finde ich in letzter Zeit kaum noch Eicheln, die ein wichtiger Bestandteil meines Futters sind. Früher konnte man haufenweise Eicheln im Wald hinter dem Dorf finden, doch mittlerweile sieht das etwas mau aus. Gelegentlich wegen der Eichhörnchen, vermutlich wegen der Eichhörnchen, die sich dort wie wild vermehrt haben. Wenn man die irgendwie verschrecken könnte, würden sie die Eichen sicher fallen lassen, aber wir sind viel zu flink. Solange ich nicht mindestens 3 Eichen habe, kann ich leider keinen Kuhfutter mehr herstellen. Meine Kojen ist mir bei der Eichensuche keine große Hilfe, ständig starrt sie auf den Teich. Ja. Ist das dein Ernst? Na, wenn das so ist, einem Klinkengau schaut man nicht ins Maul. Hier, nimm dies von mir als kleine Aufwandsentschädigung. Woher bekommt's? Diese eine Portion hatte ich eigentlich für einen besonderen Anlass aufgehoben. Schätze mal, das hier ist so eine. Also gut, dann werde ich mit den Eichen, die du mir gebracht hast, meine Kühen schnell mein neues Futter auf und anmischen. Dann ruhig mal wieder vorbei, falls du in Zukunft Lust auf Milch hast. Für 3 Eichen gebe ich dir gerne eine weitere Portion. Yep, great. Zwar, das ist nicht wert, aber einmal hat man es immerhin gemacht. Hallo. Oh, Flaschenpost, ey. Was mache ich nur? Springe ich einfach in den Teich? Nein, er ist doch viel zu tief und ich kann gar nicht schwimmen. Hoch? Wieso siehst du mich so an? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Nichts. Falls du wegen dem Bauernhof hier bist, könntest du bitte meinen Vater auf dem Feld reden? Ich muss irgendwie an die Flaschenpost im Teich kommen. Da ist nämlich ein Brief von meinem Urgroßvater drin. Allerdings, ich komme nicht dran, weil meine Arme zu kurz sind. Ja, wäre beeindruckend. Monkey D. Luffy. Und ich auch gar nicht schwimmen kann. Was, Monkey D. Luffy? Ganz zu schweigen mit der Flasche in der Hand. Der Brief sollte mir einen Hinweis darauf geben, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Nicht zu fassen, dass er nun im Teich liegt. Ich hatte gehofft, dass das eher so die Situation wäre, dass mir das erzählt für das andere Quest. Meine Frage ist, kann ich da theoretisch einfach hinschwimmen? Vermutlich nicht, ne? Ja, war klar. Okay, wenn ich einfach ganz ruhig zurückschwimme, geht das in Ordnung. Ja, man kann vermutlich sich da irgendwie einfach helfen. Indem man irgendwas spawnt. Ich gehe mal davon natürlich aus, dass es absichtlich genauso positioniert ist, dass sich man da nicht einfach hinkommt. Genau, hinten ist nochmal eine Höhle. Der Idealfall wäre natürlich trotzdem irgendwas zu haben. Ah, wieder einer von denen gewesen. Was man einfach hätte. Da hinten liegt irgendwas.
Ah ja, man könnte einfach zwei Baumstämme nehmen. Indeed. Ja, okay, das Zeug liegt da natürlich ganz passend. Muss uns noch halbwegs gescheit positionieren. Ja. Ich denke, man sollte es lieber so machen, dass ich sicher von Ufer zu Ufer komme. Okay, also die Idee muss sein, ich ziele ganz bewusst da drauf. Und man testet, ob man es entweder einfach gegenbuppt und hofft, dass es das tut. Das war natürlich auch nicht die hellste Idee, das da drauf oder gegen äumeln zu lassen, damit jetzt die Richtung nochmal angepasst wurde. Naja, ich werde trotzdem versuchen, da A drauf zu stehen. Ich glaube, das funktioniert zumindest schon mal. Aha! Da. Ich habe doch schon gesagt, dass ich gerade keine Ruhe. Was? Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters, aber wie hast du... hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bau auf neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Das werde ich ganz nostalgisch. Oh, aber diese krake Schrift kann man auch nur entziffern, wenn man wie ich Erfahrung mit Europas Briefen hat. Ach ja, das muss wohl ein H sein. Dann kann sich ja ein K und dann heißt das vielleicht... Neue Spezialität mit Bürgermeister, Fermentierung, Käse namens nicht von der Reife. Oh ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldigung, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort nicht umsetzen. Ich bin im Haus, falls ihr mich sucht. Es hängt also doch miteinander zusammen. Das Haus ist da drüben. Ja, no shit. Besuch mich doch später mal. Vielleicht kann ich eine neue Spezialität für den Bau auf auch was für die ganze Stadt machen. Das wird prima. Hm? Hast du was für mich? Nope. Muss jetzt nach Hause. Wir sehen uns ein andermal wieder. Okidoki. Hi, Wuff. So, dann besuchen wir das Mädel doch mal bei Nacht. Oh. Aber mal vollständigkeitshalber. Beziehungsweise man sollte vermutlich auch ein Bild von machen. Frag mich, ob die auf der Switch gespeichert werden. Oder so gesehen im Spiel. Wie man sich vorstellen kann, weil die ganzen Waffen irgendwie fertig zu halten, ist leicht uninteressant. Oh, hallo, schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh das nochmal an. Das ist echter Hateno-Käse nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Ist unglaublich lecker, es ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich herbeigebeten habe, ohne dich wäre das jetzt noch immer im Teich. Und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als Ersten den Käse probieren lasse. Also, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Nett. Ja. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept für Hateno-Käse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Mit Käse wussten sie nicht, okay. Sie waren wohl noch nicht so weit. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit haben die Leute ihr Geld eher für Mode ausgegeben. Wir hatten spürbar weniger Kundschaft. Aber mit dem Käse könnte sich das Blatt nun wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist. So, und jetzt werde ich mir erstmal wieder etwas umbauen. So, das hier? Nein, das drüben passt es besser. Ja, so muss es doch gehen. Oh, wow. Na, wir sind von der brandneuen Hateno-Käserei. Jetzt muss ich nur noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Kämmerladen verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch ein besonderes Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld zahlen kannst. Moment, also ich könnte drei Nüsse da eintauschen, um Milch zu bekommen und dann die Milch für Käse einzutauschen. Super. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters würdigen und diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen.
Und komm mich gerne jederzeit wieder besuchen. Hm? Nope. Weiterhin kein Kills. Ist aber schon, ey, ich würde mich freuen, wenn du wiederkämst. Mhm. Was haben wir denn hier? Schön, dass man hier gleich... Oh, ist das Pizza? Es ist Pizza. Nice. Oh, man hat sogar auch schon das Dings vorbereitet. Ey, und die Viecher haben keinen Schiss vor mir. Ah, ich höre es schon. Ist es schon wieder soweit? Ja. Scheint schon wieder soweit zu sein für einen Reset. Ich würde zwar weiterhin behaupten, dass das alles zu früh schon wieder passiert, aber hey. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Gegner besiegt, wo man sagen würde, es lohnt sich, das in die eine oder andere Richtung schon wieder zu haben. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Und die gute Musik ist wieder da. So, dann klopfen wir mal den Bürgermeister aus dem Schlaf. Yo, 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 das beschäftigt mich. Oh, sie. Oh, dich habe ich doch schon gesehen, in der Boutique, nicht wahr? Du weißt schon, als es um die Bürgermeisterwahl ging, die Sache wird langsam etwas heikel, sie sind beide so stur. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon, mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss unbedingt vor der Bürgermeisterwahl klären. Ja, was beschäftigt denn? Oh, das interessiert nicht. Dann sage ich es rundherum, es geht um meinen Mann Riedner. Mein Gatte, dieser Kerl, er schließt sich jede Nacht in unsere Hütte ein, aus völlig unergründlichem Grund. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nicht verraten. Er sagt, das wäre geheim. Sag mir nicht, dass die beiden irgendwie ein Techtelmechtel haben. Ich würde ihm niemals nachspionieren, aber abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich hätte behalten müssen. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Geh bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist, darauf achtet er sehr. Durch das Fenster passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas ähnliches hineingraben? The fuck? What? Okay, also der Kollege hat sich da jetzt gerade eingeschlossen. In irgendeiner Hütte. In der da. Verriegelt und verrammelt, eintreten stets verboten. Okay, ich bin mal so frei. Und baller hier einfach mal so ein Symbol hin. Und die große Frage ist, ob man nicht über diesen Brunnen da hinkommen kann. Und der Witz ist natürlich, das will ich ganz bewusst jetzt probieren. Ja, ja, mach nur. Oh, hat sich hier jetzt alles wieder zurückgesetzt? Ja, natürlich. Waren hier irgendwelche? Hier waren Gegner drin, ja. Habe ich nicht eine Waffe, die ja auch kaputt gehen? Ne, war schon kaputt gegangen, okay. Hier zum Beispiel auch ganz cool, je nachdem, wie die besiegt werden, nehmen die tatsächlich andere Farben an. So. Nur durch die Herausforderung, diesen richtigen Punkt dafür zu finden. Das kann natürlich sein. Ne, man läuft schon in die richtige Richtung. Oh. Was haben wir denn hier so Feines? Das, was ich bisher gar nicht wahrgenommen habe. Hello. Das war nicht die Idee, aber es hat funktioniert. Oh, great. Meine
ins Bewusstsein hier, aber. Ah. Lass mich gucken, was ist hier los, denn es ist nicht in die richtige Richtung für unsere eigentliche Aufgabe. Brauche ich hier wirklich ein Floß? Ich behaupte einfach mal, oh, außerhalb von der Sache. Okay, dann gib mir das Ding. Hey, hi. Ich bin wieder, oh, sehr schön. Oh, und ich kann die auch so natürlich alle zu mir hinziehen. Ist es wert? Oh, hi. Ob man das ist nicht wert, aber. Oh, kann ich die damit eigentlich auch so herziehen? Ich kann die auch damit so ein bisschen herfischen. Hoppala. Ich hab nicht gedacht, dass der so von der Physik untergehen kann. Ja, tut mir leid, das ist so eine Kleinigkeit, wo man sagt, okay, es ist vermutlich grundlegend nicht wichtig, aber ich finde es ulkig. Oh, das war nicht tief genug. Okay, gut, und das Ding schmeißen wir jetzt ganz bewusst da hinten hin. Kommt da nicht hoch, ne? Da, jetzt. Ja, die große Frage ist jetzt, ist das irgendeine relevante Kiste oder ist einfach nur eine, weil... Hey, ich habe gerade ein Schild verloren. Soll mir da helfen. Mal wieder auf einen von den Dumpatzen da hinten gehen. Die meisten sind mir da so ein bisschen Wurst. Zum immer gucken hier. Ja. Nope. Danke, dass du zu mir gerannt bist. Ernsthaft, ist hier unten noch alles los? Ich dachte, wir waren hier alles schon mal irgendwie, aber hier ist so viel unterirdisch. Hallo? Unterirdisch los. Immer wieder irgendwelches neue Zeug, das man finden darf. Oh, hi. Und goodbye. Da wartet schon wieder irgendjemand auf uns. So, die da wollte ich erstmal weiter aufmachen. Au, oh, immer nicht. Hey, what's up? Knock, knock. Das ist vor allem aktiv, das Zeug. Glaub mal, dass es nicht das war, der die aktiviert hat. Okay, das brauchen wir nicht so angehen. Hm, ja, also. Wieder mal so ein bisschen ein Teil, wo man eigentlich mehr vorhatte. Aber dadurch, dass halt das Spiel einem gerne neues Zeug entgegenwirft, hat man sich halt um all das gekümmert. Also dementsprechend behaupte ich einfach mal, das ist in Ordnung soweit. Hey, hier hat das diesmal ohne Probleme sofort hingeschafft. Beim letzten Mal, als wir das versucht hatten, an der anderen Stelle, war erstmal gefühlt eine halbe Minute Ladezeit. Ja, ihr habt ja regelrecht auf mich gewartet. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder in die Nähe eines Brunnens. Aber hier geht's munter weiter. What? Hallo. Ja, hier ist auf jeden Fall das Fiese. Ich glaube, hier waren wir nämlich zum Beispiel schon. Ja, hier waren wir definitiv schon. Okay, hier sind jetzt einfach Sachen am Respawn. Das heißt also, man hätte das scheinbar schon finden können. Aber ich habe den einen Weg scheinbar nicht gesehen. Vielleicht waren wir wirklich bis hier so gegangen.
Habe ich nicht gesehen, dass es hier um die Ecke weiterging. Okay. Auch interessant hier so zu beobachten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängend sein soll. Aber genau bei dem Schrein das Zeug zu sehen, dass das schon leuchtet. So, wir wollen auf jeden Fall jetzt... Es hieß um Mittag erst, aber dadurch, dass die Zeit hier doch zügig genug voranschreitet, wenn wir jetzt so langsam uns da zurückbegeben, vielleicht kann man da ja schon reingehen. Hi, wo kommst du denn hier? Also, ich würde, ohne zu wissen, wie das für die Belohnungen aussieht, und falls das Quest tatsächlich in zweierlei Richtung gehen könnte, würde ich tatsächlich lieber für den Bürgermeister wählen. Und vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, dass man so einen Mittelweg finden kann. Hallo, guten Tag. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Oh boy, here we go. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Athena ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die junge Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht guten Gewissens als Bürgermeister bezeichnen. Daher habe ich zusammen mit dem äußerst begnadeten Bauern Narkin eine neue Art Kürbis entwickelt. Es entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Sagano-Stil, der bei der heutigen Generation oder Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn in der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Okay. Hi. Wie läuft's denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten wegen dieser Sache, über die wir neulich sprachen? Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln? Darum war er also in letzter Zeit so oft bei Narkin. Er hätte doch mit Sogano zusammenarbeiten können. Wäre wohl zu einfach gewesen für den verbogenen Sturkopf. Ich bin so erleichtert jetzt, da ich die Wahrheit kenne. Das erklärt so einiges. Wie dieser Vorfall in der Boutique so sehr feier. Jetzt ergibt es natürlich vollkommen Sinn. Entschuldige, das ist etwas zwischen meinem Mann und mir. Vielen Dank, dass du für mich das herausgefunden hast. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen und ich halte mein Versprechen. Ja, okay. Die beiden haben so viel gemeinsam, wenn sie nur besser miteinander klarkämen. Jetzt ist weg, weil es regnet. Okay, also das ist hier alles schon durchaus interessant zu beobachten. Also ich würde sagen, die Idee soll schon durchaus sein, dass wir das hier weitermachen. Aber wir wollen später definitiv dann nochmal da hochgehen und gucken, ob man da vielleicht das mit diesen alten Schriften starten kann. Denn das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Richtung. Oh, und hey, du bist wieder hier. Cool. Aber für heute bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.